Ich freue mich sehr, dass ich die Kollegin Luise Baumann begrüßen darf vom Lateinamerika-Forum in Berlin. Und wir werden jetzt in die Debatte einsteigen und uns dem Thema des heutigen Abends widmen. Das ist die zweite Veranstaltung dieser Berliner-Brasilien-Dialoge, jetzt im Jahr 2022. Wir haben zunächst in einem ersten Panel am 4. Mai die drei Gewalten und die demokratische Governance, Regierungsführung, diskutiert. Wir werden heute eine andere Perspektive einnehmen, also weg von den Institutionen und der verfassten Demokratie hin zu den sozialen Kämpfen, zum sozialen Aktivismus. Wir werden über die Rolle, die Herausforderungen und die besonderen Anforderungen an die sozialen Bewegungen in Brasilien in diesem Wahljahr sprechen. Zwei tolle Rednerinnen haben wir aufgeboten, die sich sehr gut damit auskennen mit dieser Frage. Zunächst einmal Nalu Faria, dann Anja Di Franco, die uns einige Sichtweisen und Einschätzungen der Herausforderungen, die sie tagtäglich erleben, mitteilen werden. Was es bedeutet, in Brasilien politisch aktiv zu sein, insbesondere natürlich im Wahljahr 2022. Wahlen stehen an. Der Wahlkampf hat schon begonnen. Und wir werden uns heute Abend zu Gemüte führen, welche Perspektive, welchen Blick die Organisationen und die beiden Rednerinnen Nalu und Anieli auf die Wahlen haben. Bevor ich Luise das Wort übergebe, würde ich mich zunächst einmal herzlich bedanken, dass ihr teilnehmt, die zahlreichen Teilnehmer, die bereits zu uns gestoßen sind. Jederzeit können Fragen gestellt werden bei YouTube, auch in Zoom hier im Chatfenster. Wir hoffen, dass ihr euch alle rege beteiligt an dieser Veranstaltung und dass wir in eine Diskussion eintreten können. Jetzt würde ich Luise das Wort übergeben, damit Luise uns die beiden Rednerinnen vorstellen kann. Herzlichen Dank. Auch von meiner Seite einen guten Abend. Ich habe die Ehre, zwei Frauen vorzustellen, zwei ganz wunderbare Kämpferinnen. Wir freuen uns sehr, dass ihr Zeit gefunden habt, an dieser Debatte teilzunehmen, an diesem zweiten Panel unserer Brasilien-Dialoge, der Berliner Brasilien-Dialoge. Ihr zwei steht heute auf dem Podium. Und ich hoffe, dass ich meiner Aufgabe gerecht werden kann, euch beide wirklich auch adäquat vorzustellen. Ich werde zunächst einmal herzlich begrüßen Nalu Faria aus der Stadt São Paulo. Nalu ist Psychologin und kämpft seit vielen Jahren an feministischer Front für die Chancen und Gendergleichheit, aber auch für soziale und ökologische Fragen. Sie vertritt verschiedene Gruppen. Sie ist Feministin, aktiv in der Arbeiterpartei und arbeitet in der Stiftung, parteinahen Stiftung Perseu Abramo. Darüber hinaus koordiniert sie die Arbeit von Sempre Viva, immer Feministinnen, und ist Teil des Denkungskreises des Marsches der Frauen, Marcha Mundial das Mulheres. Darüber hinaus freue ich mich außerordentlich, Anja Di Franco begrüßen zu dürfen. Englisch und Journalismus hat sie studiert in den Vereinigten Staaten. Momentan schließt sie ein Aufbaustudium zu ethischen und Fragen der rassischen Zugehörigkeit an der Universität Rio de Janeiro ab. Sie ist 12 Jahre in den Vereinigten Staaten unterwegs gewesen und hat sich im Kampf gegen den Rassismus fortgebildet. Sie ist eine Afro-Brasilianerin, eine afro-brasilianische Feministin, die sehr wichtig ist für den Kampf in Brasilien. Darüber hinaus ist sie die Schwester von Marielle Franco, die brutalst ermordet worden ist. Anieli hat dann in Erinnerung an Marielle, ihre Schwester, mit ihrer Familie gemeinsam das Institut Marielle Franco gegründet, um dort die Arbeit von Marielle, ihrer ermordeten Schwester, fortzusetzen. Sie ist heute Schriftstellerin, Vortragsrednerin. Schön, dass du bei uns bist. Herzlichen Dank für deine Anwesenheit. Nun, ich würde jetzt das Wort an euch beide direkt übergeben wollen
Und wie bereits angesprochen, geht es heute um die sozialen Kämpfe, um den Aktivismus, die politischen Kämpfe der sozialen Bewegungen. Ihr seid Vertreterin dieser politischen Bewegungen, dieser Kämpfe. Und ich würde zunächst einmal euch beiden das Wort erteilen, damit ihr in einem kurzen einleitenden Statement die wesentlichen Konfliktlinien aufzeigen könnt, die uns angesichts der Wahlen drohen und die bereits aufgetreten sind. Es wäre spannend, eure Einschätzung dazu zu hören, als Frauen, als politische Aktivistinnen. Zunächst einmal würde ich Nalu das Wort übergeben. Nalu, du hast das Wort. Ja, vielen Dank, Luise. Ich möchte mich an erster Stelle ganz herzlich für diese Einladung bedanken. Es freut mich sehr, an dieser Dialogreihe teilnehmen zu dürfen, jetzt auch noch zusammen mit Agnelli. Und ich denke, wir beide haben viel zu diesem Thema zu sagen. Es ist eine komplexe Situation, die wir momentan leben in Brasilien. Ja, und egal, wie viel wir heute dazu sagen werden, wird mit Sicherheit noch viel zu sagen übrig bleiben. Wir in Brasilien, die Vertreter der sozialen Bewegungen beispielsweise, haben in den letzten Jahren eine sehr intensive Zeit des Kampfes hinter uns. Ja, dass der Widerstand gegen den Staatsstreich damals, als das begonnen hat, als die damalige Präsidentin Dilma ihres Amtes enthoben wurde, schon da gingen wir auf die Straße. Wir protestierten. Und wir haben diese Protestbewegung weitergeführt. Ich würde sagen, wir in Brasilien haben wirklich viel Resilienz auch gezeigt, viel Widerstandsfähigkeit in den letzten Jahren. Wir haben jetzt ja ein wenig Zeit, ein bisschen darüber zu sprechen, wie sich die gegenwärtige Situation darstellt. Wir denken ja, dass es jetzt eine historische Chance für uns gibt, den jetzigen Präsidenten und das ganze Projekt Bolsonaro zum Fall zu bringen. Bevor ich dazu jetzt konkreter komme, möchte ich ein wenig ausholen. Wir schauen uns die gegenwärtige Regierung an und das ist ja nur die Fortsetzung des Staatsstreiches. Bolsonaro wurde gewählt 2018. Er wurde auf eine gewisse Art und Weise gewählt. Lula, der ehemalige Präsident, befand sich im Gefängnis. Ihr alle erinnert euch wahrscheinlich an den damaligen Wahlkampf und es war natürlich eine freie Wahl. Aber trotzdem hat mich die Wahl Bolsonaros überrascht. Als es damals anfing im Jahr 2018, hatten wir es so gesehen, dass unser Hauptgegner bei diesen Wahlen die PSDB war. Und das heißt, wie sich dieser Wahlkampf so entwickelte, der Wahlprozess, das zeigte, dass es in Brasilien ein sehr, sehr komplexes System einfach ist. Und Bolsonaro wurde zwar von der Linken, von vielen sozialen Bewegungen als Gegner gesehen, aber trotzdem waren wir alle überrascht von seiner Wahl. Der Charakter dieser Regierung, all das, wofür diese Regierung steht, ist ja etwas, gegen das wir kämpfen. Die Rechte, die extreme Rechte, das Profil Bolsonaros, die Familie Bolsonaro, all diese Machenschaften und Verwicklungen. Wir, die wir den Feminismus vertreten, die wir Frauenbewegungen vertreten, waren natürlich von Anfang an gegen diese Partei, gegen seine Regierung haben die Bewegung Ele Não organisiert. Er nicht, Bolsonaro nicht. Das ist ja wirklich eine weltweite Bewegung geworden. Und wir hatten von Anfang an, dass diese Regierung uns zerstören möchte. Die sozialen Bewegungen, die Frauenbewegungen, sie gehen aktiv und aggressiv gegen uns vor, gegen Aktivisten, gegen Frauen, gegen soziale Bewegungen, für Rassismus, für Machismus, für Xenophobie. Dafür steht diese Regierung, für die Zerstörung unseres Landes. Zu Beginn aber mussten wir uns natürlich auch überlegen, wie wir uns dieser Bolsonaro-Kampagne entgegenstellen wollen.
dann wurde Bolsonaro gewählt und wir sagten, basta Bolsonaro, genug mit Bolsonaro. Wir waren gegen ihn und sagten damals auch schon, fora Bolsonaro, raus Bolsonaro. Wir wollten diese Regierung nicht und haben versucht, uns dieser Regierung über die Jahre hin zu widersetzen. Eine Regierung, die Regierung Bolsonaro, die die Privatisierung im Land weiter vorangetrieben hat. Die Bolsonaro-Regierung ist für die Ausschlachtung der Bodenschätze, für eine Intensivierung der industriellen Landwirtschaft, den Einsatz von Pestiziden in unserem Land, ein Vordringen in die indigenen Bevölkerungs-, die indigenen Territorien und die indigenen Schutzgebiete mehr Abbau von Bodenschätzen, weniger soziale Rechte. Und dann kam zu all diesem Themenkomplex auch noch die Pandemie dazu. Und da, denke ich, hat die Regierung noch einmal gezeigt, wie wenig sie Menschenleben zu schätzen weiß. Wir sprechen von Genozid, von Völkermord. In Brasilien sehen wir häufig diesen Zusammenschluss des Neokonservatismus mit diesen Bewegungen von Privatisierung beispielsweise. Also es ist ja international eine gewisse Welle zu sehen des Nationalen, des Konservativen. Und da hat sich Bolsonaro eingereiht in diese Bewegung des Neokonservatismus gegen den Feminismus. Das heißt also, auch der Neoliberalismus hat sich ja in dieser Richtung entwickelt. Und ich denke, wir haben in vielen Ländern gesehen, dass der Konservatismus Teil des Neoliberalismus ist. Und deswegen sind hier wieder einmal die Frauen gefragt. Der Feminismus ist gefragt. Wir müssen uns gegen diese Bewegungen stellen, da sie ja die Frauen angreifen, da sie die Frauen, die Schwarzen, die Minderheiten diskriminieren und ausschließen wollen. Die Regierung Bolsonaro hat Gewalt gefördert in unserem Land, hat die Gewalt wirklich nochmal auf ein neues Level gehoben, starke Militärpräsenz im Land. Und ich denke, wir haben gesehen, dass Aktivistinnen und Aktivisten verfolgt und getötet wurden. Marielle will ich jetzt gar nicht erwähnen, da gibt es noch so viele mehr. Diese Gewalt hat sich immer weiter verschärft. Das hat dann dazu geführt, dass also nicht nur die wirtschaftliche Krise sich verschlimmert hat in unserem Land, sondern dass wir eine wirkliche Krise der Demokratie in unserem Land erleben. Auch der jetzige Präsident verschärft diese Krise noch weiter. Also Bolsonaro ist ja selbst eine Bedrohung für den Rechtsstaat, für die Rechtsstaatlichkeit, für die Legislative. Er hat sich dann natürlich mit dem Centrum, mit der sogenannten Zentrumsfraktion zusammengetan. Aber das musste er ja auch einfach, um politische Erfolge zu erzielen. Aber er versucht nach wie vor, die demokratischen Institutionen auszuhöhlen, zu untergraben und sich auch noch als, ja, in gewisser Weise als Opfer zu fühlen. Bolsonaro ist es dabei gelungen, seine Wählerschaft bei der Stange zu halten. Und das ist für uns wirklich schwierig. Ja? Also wir haben da Bedrohungen gesehen, die auch von der Regierung ausgingen. Die Regierung bedroht Journalisten beispielsweise ganz offen. Und das geht wirklich von höchster Stelle aus vom Präsidenten. In Brasilien haben wir ein Parteiensystem, wo sich Parteien wirklich frontal entgegenstellen, die PT beispielsweise, die kommunistische Partei, andere linke Parteien. Das ist dann immer eine Art Reise nach Jerusalem, wer mit in die Koalition kommt, wer die Regierung stützt und wer das nicht tut. Und diese Fragmentierung, diese Vielzahl an Parteien hat dazu geführt, dass es eine gewisse Dynamik gibt, in der das Centrão immer wieder zu der Fraktion wird, die eine Mehrheit im Parlament schaffen kann. Wir durchleben gegenwärtig eine Krise.
die sozialen Bewegungen haben versucht, sich zusammenzuschließen, sich zu behaupten. Und ich denke, sie haben durchaus einiges erreicht. Den Widerstand gegen den Staatsstreich an erster Stelle, da hat man schon angefangen, näher zusammenzurücken. Ja, also es gibt verschiedene Fronten, ja, Frente Brasil Popular, Frente Brasil Sin Medo. Das sind zwei Zusammenschlüsse, die auch Parteien beinhalten, wo man sich einfach ein gemeinsames Ziel gesetzt hat, die Demokratie zu schützen. Und unter der Regierung Bolsonaro selbst, in Zeiten der Pandemie, ist es uns gelungen, wirklich gemeinsame Aktivitäten voranzutreiben und auch noch weitere Akteure mit ins Boot zu holen. Die Bewegung der schwarzen, ökumenischen Bewegungen beispielsweise. Es ist uns gelungen, eine Plattform für die politische Reform noch mit ins Boot zu holen. Ja, also wir haben da wirklich versucht, uns breit aufzustellen in diesem Widerstand. Trotz der Pandemie, das war ja nicht so einfach. Die Pandemie hat es uns nicht erlaubt oder hat es zumindest schwierig gemacht, auf die Straße zu gehen. Aber wir haben es geschafft, einen Prozess aufzubauen und zu vertiefen, ja, wo es darum geht, dass sich die Gegenbewegung der Linken zusammenfinden in einem gemeinsamen Ziel gegen Bolsonaro, vor Bolsonaro. Wir haben das geschafft in Zeiten der Pandemie. Wir haben uns eingesetzt für ein Grundeinkommen, das Recht auf Impfung, aber auch über Kampagnen der Solidarität. Diese Solidaritätskampagnen in Brasilien waren wichtig. Wir haben gezeigt, dass die Solidarität da ist. Ja, wir haben Hygieneprodukte, Lebensmittel gespendet, die zur Verfügung gestellt an diejenigen, die sich das nicht leisten können. Für Solidarität, gegen Narzissmus, gegen Rassismus. Da haben wir gezeigt, dass wir für andere Werte einstehen, für bessere Werte. Das gab ja zu Zeiten der Pandemie, da hat sich das Ganze noch weiter verschärft und wir haben gezeigt, die sozialen Bewegungen haben gezeigt, wofür sie stehen, für Solidarität, für das gegenseitige sich helfen, sich unterstützen. Wir haben versucht, das Ganze zu politisieren. Ja? Es gibt nicht diese Trennung zwischen Leben und Wirtschaft, zwischen Leben und Gesundheit, Gesundheit und Wirtschaft. Das alles ist Teil eines großen Ganzen. Und das haben wir gezeigt. Es ging nicht nur darum, dass man Lebensmittel verteilt hat. Es ging auch einfach um die Unterstützungsleistung, die Hilfe, die geleistet wurde in der Peripherie, in den Favelas, um das Zusammenkommen von Vertretern von Jugendbewegungen, schwarzen Bewegungen, feministischen Bewegungen, um gemeinsam Aktionen der Solidarität zu planen. Klar, auch die Kampagne vor der Bolsonaro, da haben wir viel gelernt in diesem Prozess und das hilft uns jetzt auch heute, wenn es darum geht, ein neues Projekt aufzulegen, was den Aufbau unseres Landes betrifft. Es geht hier wirklich darum, mit einer Stimme zu sprechen, Einheit zu zeigen, eine gemeinsame Front zu bilden. Wir haben das von Anfang an ja auch versucht, den Präsident Bolsonaro des Amtes zu entheben. Aber nochmal zu den letzten Wahlen, da war es auch einfach schwierig, da der ehemalige Präsident Lula im Gefängnis war. Ja, und das Volk, das damals einfach nicht wirklich auch verstanden hat, was für einen Zeitpunkt wir da durchgemacht haben, was für ein schwieriger Moment das war, wie stark die Linke im Land unterdrückt und angegriffen wurde, wie stark gegen sie vorgegangen wurde. Und wir haben eben versucht, das Ganze jetzt für diese Wahlen aufzugreifen. Traditionell war es in Brasilien ja so, dass die sozialen Bewegungen einzelne Präsidentschaftskandidaten unterstützen, vor allem im zweiten Wahlgang. Aber was wir gelernt haben, ist jetzt das Folgende. Erst einmal sind wir jetzt in einer Situation, wo unsere Demokratie wirklich in Trümmern liegt. Wir haben eine reale Gefahr vor uns, dass ein neofaschistisches Projekt in unserem Land noch weiter vorangetrieben wird. Der Präsident ist dabei, unser Land weiter zu isolieren auf der Weltbühne. Und wir möchten dieses Projekt zu Fall bringen. Wir können aus unserer Erfahrung lernen. Wir haben gegen den Staatsstreich gekämpft.
als es darum ging, die Präsidentin Dilma zu stürzen. Und wir haben auch gelernt, zusammen an einem Strang zu ziehen, zusammen mit Partnern zu arbeiten, auch wenn natürlich jeder nach wie vor seine eigene Agenda und seine eigenen Ziele hat. Das war mit Sicherheit ein Prozess. Und ich denke, diese Einheit, ja, dass die PSOL uns jetzt beispielsweise unterstützt, auch noch weitere linke Parteien uns unterstützen, das ist mit Sicherheit ein wichtiger Schritt für uns, aber das trägt uns auch eine große Verantwortung auf. Ja? Wir brauchen ja nicht nur eine Wahlkampagne, einen Wahlkampf, wir brauchen ein politisches Programm, wir brauchen einen politischen Plan, der über den Wahlkampf hinausgeht. Ja? Wir wollen ja sicherstellen, dass wir nicht nur die Wahl gewinnen, sondern auch unser Land wieder aufbauen. Wir wollen sicherstellen, dass wir die Unterstützung der Bevölkerung haben, wenn es darum geht, ja nicht nur Bolsonaro des Amtes zu entheben, sondern auch ein positives Gegenprojekt aufzubauen. Wir wollen natürlich gegen Bolsonaro kämpfen. Wir wollen Bolsonaro zu Fall bringen, aber damit auch gegen all das antreten, was Bolsonaro vorliebt, seine Intoleranz, seine negativen Werte, dieser ganze ja, negative Führungsstil. Wir brauchen eine breite soziale Bewegung. Dafür stehen wir, das wollen wir. Drum involvieren wir uns, wo wir das können. Es gibt verschiedene Initiativen, verschiedene Organisationen, wirkliche Graswurzelbewegungen auch, wo man sagt, wir brauchen eine Debatte, eine offene Debatte über die Veränderungen, die notwendig sind in unserem Land. In dem Bereich, in dem ich tätig bin, Frente Brasil Popular, klar, wir kämpfen gegen den Präsident Bolsonaro. Ich repräsentiere auch den Weltmarsch der Frauen. Da sind wir ja mit verschiedenen schwarzen Bewegungen, feministischen Bewegungen, zusammen mit einigen politischen Parteien. Wir haben ein Dokument erarbeitet, ja, ein Dokument, auf das wir stolz sind. Und wir haben eine Veranstaltung mit unserem Kandidaten Lula organisiert. Wir haben ihm unser Dokument übergeben. Wir sind ja noch nicht im eigentlichen Wahlkampf. Wir sind im Präwahlkampf. Der Wahlkampf an sich beginnt erst im August. Aber es ist unser Ansinnen, ja, mit diesem Dokument, das wir ihm übergeben haben, ja, zu zeigen, dass wir für einige Dinge gemeinsam stehen können. Das kann ein Programm werden für die Regierung. Das wird ja jetzt diskutiert, ja. Selbstverständlich während des Wahlkampfes und dann der Koalitionsverhandlungen werden da einige Punkte erst festgezurrt. Aber trotzdem, wir haben einen Vorschlag gemacht mit diesem Dokument, in dem wir festschreiben, was wir für unser Land erwarten. Und das Dokument kann als Werkzeug dienen. Ja? Wir wollen die Debatte mit dem Volk. Wir wollen, dass das Volk auch versteht, was für Veränderungen es in unserem Land geben muss. Und das ist eine wichtige Dimension unserer Arbeit. Wir sind viele, viele Frauen, viele Männer, viele Bewegungen, viele Organisationen, Vertreter von Jugendlichen, von Schwarzen, von Frauen, LGBTQ. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir zeigen, dass unsere Kämpfe für Gleichheit ja nicht isoliert geführt werden können. Wir brauchen ein gemeinsames, positives Projekt, das wir alle gemeinsam tragen und stützen. Ich komme jetzt auch schon zum Ende meiner Eröffnungsworte. Ein Thema, das ich interessant finde, ja, in diesem ganzen Prozess, Wahlprozess, die Kampagne Bolsonaro raus, fordere Bolsonaro, ja, da haben wir ja gekämpft, gemeinsam mit den verschiedensten Sektoren der Gesellschaft. Das Jahr 2021 ging zu Ende mit ganz schlechten Umfragewerten für Bolsonaro und so weiter. Und das ist natürlich etwas Rückenwind für uns. Wir werden die Demokratie nicht wieder gewinnen, wenn wir den Neoliberalismus nicht bekämpfen. Das heißt, das müssen wir tun. Die Agenda ist klar, wir müssen Bolsonaro zu Fall bringen, die Demokratie neu wieder aufbauen. Und das kann uns nur gelingen, wenn wir den Neoliberalismus mit zu Fall bringen.
in dieser Krise der Demokratie, die wir gegenwärtig in Brasilien haben, denke ich, ist es jetzt auch eine Chance. Es geht nicht darum, nur eine kleine Reform anzustrengen. Wir haben diese Studie aufgenommen und haben einfach klar gemacht den Leuten, in wen sie denn wählen sollten, beziehungsweise wer die Polizeigewalt gegen schwarze Frauen unterstützt und wer eben nicht. Wie ein Wahlprüfstein haben wir das aufgestellt. 2018 bis 2020 beginnt das also langsam zu wachsen. Wir haben immer wieder als Verwandtschaft Angriffe erlitten. 2018 sind wir bedroht worden, beispielsweise 2019, 2020 sind diese Bedrohungen, diese Einschüchterungsversuche wieder aufgenommen worden. Man hat mir ins Gesicht gespuckt. Ich erinnere mich, meine Tochter, die war 2 Jahre, die stand dort neben mir 2018, also jetzt ist sie 6. Das ist natürlich ein Wahnsinnsschock, wer mich auf der Straße erkennt und weiß, dass ich die Schwester von Maria Di Franco bin. Der geht wohl davon aus, dass man mir einfach mal ins Gesicht spucken könne und schändet damit sozusagen noch das Opfer Maria Di Franco. 2020, das geht unverändert weiter. Immer wieder Bedrohungen, Einschüchterungsversuche, wir werden beschimpft und waren Gegenstand von Hassmails etc. Also immer wenn Wahlen anstehen in Brasilien, dann beginnt sich Brasilien zu spalten in links und rechts, in Lula und Bolsonaro. Maria Di Franco ist so eine Symbolfigur geworden und ist natürlich, wird dann natürlich wieder zur Zielscheibe und damit werden auch wir als ihre Familie zur Zielscheibe. Ich schließe die Klammer. 2020, 2021 haben wir also unsere Arbeit vertieft. Wir haben insbesondere mit weiblichen Kandidatinnen für Wahlämter gearbeitet. 2021 dann mit Abgeordneten, mit Bürgermeisterinnen, mit Stadtverordneten, Stadträtinnen. Vielleicht kann ich kurz auf eine Erfahrung eingehen, die ich während der Zeit gemacht habe. Wir haben mit einer Frau gesprochen, die seit 30 Jahren politisch aktiv ist. Benedita da Silva, sicherlich bekannt. Sie hat gesagt, ich habe schon so viel politische Gewalt erfahren. Wir haben das nur nie politische Gewalt genannt. Ich wusste gar nicht, hat sie gesagt, dass das wirklich Gewalt ist, was wir da erfahren. Nachdem wir nun die Daten gesammelt hatten und insbesondere auch beim obersten Wahlgericht vorstellig geworden waren, um Gewalt gegen Frauen im Wahlkampf mal anzusprechen, haben wir diese Daten also erhoben und dann in ganz Brasilien bekannt gemacht. Wir haben mit Ministern, mit Richtern vor den Vereinten Nationen, vor Menschenrechtskommissionen diese Probleme angesprochen. Politische Gewalt ist etwas Alltägliches geworden, das letztlich auch von denen, die an der Macht sind, legitimiert wird. Die machen das salonfähig und hoffähig, indem sie politische Gewalt selbst betreiben. Gut. Daneben. Gleichzeitig haben wir als Institut erste Umfragen und Interviews geführt mit Parlamentarierinnen. Wie lebt eigentlich eine brasilianische Abgeordnete? Politische Gewalt erfährt sie schon während des Wahlkampfs. Das setzt sich dann ins Unendliche fort. Natürlich auch während der Amtszeit ständige Gewaltattacken. Nun sind wir ins Jahr 2022 gekommen und wir werden uns jetzt wieder fragen müssen, wie wir den Kampf aufnehmen, wie wir den politischen Kampf aufnehmen können. Also Edson Cardoso beispielsweise hat vor kurzem darauf hingewiesen, dass in der Koalition Maria Di Franco, wir sind ja auch Teil der Koalition der Afro-Brasilianerinnen und wir spüren immer wieder, wie schwer es ist, Demokratie und Rassismus, gerade angesichts des schwerwiegenden Rassismus, dem wir in Brasilien ausgesetzt sind, Demokratie zu verteidigen. Schon in diesem Jahr ist es zu zahlreichen Vorkommnissen und Vorfällen gekommen. Also, vielleicht erinnert ihr euch an den letzten Fall. Dort ist ein Mann von der Verkehrspolizei im Kofferraum des Polizeiwagens mit einer Gasgranate mit vergiftet und vergast worden. Also Gewalt
tagtägliches Phänomen, auch politische Gewalt, auch Gewalt gegen Afro-Brasilianerinnen und Afro-Brasilianer. Wir haben in der Koalition, der Afro-Brasilianischen Koalition in Brasilien, Projekte aufgelegt für dieses Jahr. Also zunächst einmal wollen wir die Botschaft und das Vermächtnis von Marielle Franco weitertragen und am Leben halten. Wir sind auch im Marsch der Frauen beteiligt. Es gibt zahlreiche Projekte, mit denen wir beabsichtigen, die Wahlkämpfe der afro-brasilianischen Kandidatinnen zu unterstützen, in ganz Brasilien. Wir haben gestern eine Unterschriftenaktion aufgelegt. 2000 Menschen haben schon unterschrieben, um die Menschen, die Afro-Brasilianerinnen, die Kandidatin sind, zu unterstützen. Bis zum Jahr 2003 war ich ja Englischlehrerin. Man hat mich rausgeschmissen aus 3 Schulen, weil ich die Schwester von Marielle Franco bin. Man hat mich als in Sippenhaft genommen. Ich bin dann musste dann andere Dinge tun, um meinen Lebensunterhalt zu sichern. Ich habe 12 Jahre im Ausland gelebt, spiele Volleyball seit vielen Jahren. Dennoch hatte ich so etwas noch nicht erlebt. Das, was ich seit 2018 erlebe, ist etwas, was ich mir so nie hätte in meinen schlimmsten Träumen nicht vorstellen können. Ich war in China, als der neue Präsident sein Amt angetreten hat und war jetzt auch in Kolumbien unterwegs und habe dort die Werberin für die Vizepräsidentschaft kennengelernt. Die sagen uns auch immer wieder, wir haben Angst, wir müssen mit Angst auf die Straße gehen. Wir als Institut Marielle Franco haben immer wieder Wege und Möglichkeiten gesucht, Frauen wirklich zu Hauptakteurinnen zu machen. Afro-Brasilianerinnen auftreten zu lassen, sie an die Front zu lassen. Sie müssen immer wieder über das sprechen, was sie in der Vergangenheit erfahren haben. Und viele von ihnen haben diesen Kampf nicht überlebt oder sind bereits verstorben. Es gibt zahlreiche Herausforderungen in diesem Jahr, 2022. Und wenn ich über diese Herausforderungen spreche, dann handelt es sich um Herausforderungen, die sich daraus ergeben, dass ich das Institut leite, dass ich die Schwester von Marielle Franco bin. Darüber hinaus habe ich aber auch klare Vorstellungen und Träume, um die Frauen zu verteidigen, damit all die Frauen verteidigt werden können, die sich als Afro-Brasilianerinnen um ein politisches Amt bewerben. Wie können wir sie schützen? Wie können wir sicherstellen, dass sie nicht verfolgt werden, dass sie nicht Opfer von Gewalt werden? Natürlich gibt es Gesetze. Das eine oder andere, mit denen man Schutz für diese Frauen sicherstellen kann. Das eine oder andere befindet sich bereits im Gesetzgebungsprozess wieder, die politische Gewalt. Wir wissen aber, dass diese politische Gewalt uns ständig begleiten wird. Fake News, ein anderes Thema. 2018 wird Bolsonaro gewählt aufgrund von absurden Fake News, die dort verbreitet worden sind. Ich erinnere mich an den 14. März 2018, der Tag, an dem Marielle umgebracht worden ist. Die erste Fake News um 11 Uhr nachts bereits wurde sie Opfer von Fake News und war bereits tot. Und da hat man schon erste Fake News über sie verbreitet. Dieses Todesprojekt, das Projekt des Todes, das uns in Brasilien geißelt, das muss zu Ende gebracht werden. Wir brauchen eine neue Perspektive für die Zukunft. Nicht nur im Institut Marielle Franco, nicht nur ich als Afro-Brasilianerin und Mutter zweier Töchter. Also ich glaube an bessere Zeiten und ich hoffe, dass wir dieses Kapitel der brasilianischen Geschichte möglichst schnell abschließen können. All das wird uns allerdings nur gelungen, das hat Nalu angesprochen, wenn wir Bolsonaro besiegen. Wir wissen, dass der Bolsonarismus ihn überleben wird, selbst wenn er in diesem Jahr aus dem Amt gejagt wird. Solch ein inhumaner Mensch in einem solch wunderbaren und riesigen Land wie unserem, wo es so viele Menschen gibt, die ihn sonderbarerweise unterstützen. Er hat vieles zerschlagen und zerstört in unserem Land, in unserem Staat. Wir wissen, dass
es Lula zu wählen gilt, das wird aber nicht reichen, um den großen Traum Wirklichkeit zu werden. Bolsonaro muss raus, das ist ein erster wichtiger Schritt. Und dennoch muss ich sagen, dass ich auch gerade als Vorstand des Instituto Maria de Franco natürlich weiß, dass es viel mehr bedarf, als nur Bolsonaro aus dem Amt zu jagen. Wir müssen Lula wählen, das steht außer Frage. Ich hoffe allerdings, dass nach Lula eines Tages wieder eine Frau, eine Afro-Brasilianerin, die Regierungschefin Brasiliens werden kann. Das hätte vielleicht in der Vergangenheit schon angelegt werden können. Immer wieder ist zerstört worden, kaputtgeschlagen worden und viele haben es nicht geschafft. Viele werden es auch nicht schaffen. Und wir hoffen aber doch, dass eines Tages wirklich eine afro-brasilianische Frau dieses Land führen wird. So hoffe ich und träume von einer besseren Zukunft für uns alle. In diesem Land, das so viele schwere Momente erlebt hat. Wir als Afro-Brasilianerinnen erkennen uns in unserem Schmerz. Das ist ein identitätsstiftendes Element. Wir erkennen uns aber auch in der Liebe wieder. Viele, viele der großen Kämpferinnen der Streiterinnen um die Rechte der afro-brasilianischen Frauen sind dort zu nennen. Wir wollen uns nicht nur ihrer erinnern, sondern auch selbst unsere Geschichte in die Hand nehmen. Viele sind die Herausforderungen, vor denen wir stehen seit 2018. Ja, das geht natürlich weit, viel weiter zurück als 2018. Jetzt im Jahr 2022 gilt es, aufmerksam zu sein. Fake News an jeder Ecke, viele Dinge, die uns noch bevorstehen. Vielleicht kann ich euch kurz noch ein Projekt vorstellen. Also natürlich gibt es auch immer wieder Bemühungen, das Amazonasgebiet zu schützen. Es gibt zahlreiche Institute, die mit uns freundschaftlich verbunden sind. Letzt hat mir jemand gesagt, 90 Monate haben wir noch, um das Amazonasgebiet zu retten, sonst wird das Ganze kippen und das Amazonasgebiet umfallen. Also wenn unser Land noch einmal 4 Jahre von Bolsonaro regiert wird, dann wird das Amazonasgebiet kaputt sein. Also das sind Dinge, die wir immer auch vor Augen haben, die wir angesichts des Klimawandels, des globalen Klimawandels natürlich nicht vergessen dürfen. Es gibt so viele Dinge, die wir zu tun haben, so viele Bereiche, in denen wir kämpfen müssen, enorme Herausforderungen. Und ich hoffe halt, dass wir, ich bin ja die Schwester von Marianne und die Tochter von Marinetti, ich weiß und hoffe nichts mehr als bessere Zeiten, bessere Tage für uns. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Agnelli. Das waren ganz wichtige Beiträge zu der Diskussion, die wir jetzt hoffentlich haben werden. Ich versuche das hier mal zu moderieren, ja, diesen Dialog mit euch beiden. Bevor wir aber jetzt in diese Diskussion eintreten, ja, über Herausforderungen sprechen für die Aktivistinnen und Aktivisten und so weiter, möchte ich das Publikum noch einmal kurz ansprechen. Ihr könnt nämlich gerne eure Fragen stellen über den Chat bei YouTube, bei Zoom, auf Deutsch oder auf Portugiesisch. Wir werden die Fragen sammeln und dann in die Diskussion einbringen. Ja, das ist natürlich eine Herausforderung, der ich mich jetzt natürlich gerne für euch, mit euch gemeinsam stellen werde. Eine Herausforderung, die wir haben, ist ja die folgende. Die Frauen stehen hier im Zentrum, ja, schwarze Frauen, afro-brasilianische Frauen, Transfrauen, indigene Frauen, Quilombola-Frauen, Frauen im Wald, auf dem Land, des Wassers, der Städte und so weiter. Ja, es geht ja wirklich um Frauen überall. Frauen, das ist ja auch keine homogene Bevölkerungsgruppe. Es gibt sehr viele unterschiedliche Frauen. Aber sie alle sind Protagonistinnen des Widerstandes. Elinão, diese eher Nichtbewegung, wurde angesprochen von Nalu Faria. Und das ist ja ganz wichtig. Es ging darum, Widerstand aufzubauen. Das ist gelungen, würde ich sagen. Und da waren Frauen von Anfang an federführend beteiligt. Frauen haben sich gegen diese Gewalt gestellt, gegen die Gewalt, die ja auch oft sie vor allem betroffen hat, im Fall von Marielle beispielsweise mit ihrer brutalen Ermordung. Das ist jetzt ganz so als Hintergrund
zu sehen. Und ich habe jetzt ein paar Kommentare, Fragen und ihr beide könnt ja dann mal schauen, was ihr davon gerne wieder aufgreifen möchtet in der Diskussion. Zu Beginn ihrer Rede sprach Nalu über das Jahr 2018, ja, also über den Wahlkampf, das war 2018 und jetzt 2022 ist ja wieder Wahlkampf. Ja, das sind natürlich unterschiedliche Momente. Ja, wir kennen jetzt dieses polarisierte Umfeld. Damals 2018, klar, gab es diese Bewegung gegen die PT. Und jetzt geht es um die Gegenbewegung gegen Bolsonaro. Aber der Wahlkampf an sich ist ja, hat ganz andere Vorzeichen. Fake News, die gab es schon 2018, die waren sehr wichtig für die Wahl von Bolsonaro. Da wurden Fake News wirklich genutzt, ja, als neues Werkzeug im Wahlkampf, dieser Diskurs des Hasses, ja. Also jetzt komme ich auch zu meiner ersten Frage. Wenn man sich das Jahr 2018 anschaut und dann jetzt 2022, ja, 2022 kennen wir ja diese Werkzeuge schon, diese Fake News, dieser Dialog des Hasses. Was haben wir gelernt, ja? Was haben wir gelernt seit 2018? Was wird uns helfen, diesem Projekt Bolsonaro, diesem Wahlkampf jetzt entschieden entgegenzutreten? Was können wir dem entgegenstellen gegen diesen Hass, gegen diese Fake News und so weiter? Die sozialen Medien spielen nach wie vor eine richtige Rolle, natürlich. So wichtig wie noch nie sind sie heute, würde ich sagen. Wir wissen, dass WhatsApp und so weiter genutzt und missbraucht werden kann. Instagram beispielsweise haben alle eine große Reichweite. Also was haben wir gelernt in den letzten 4 Jahren? Ja? Was haben die sozialen Bewegungen vielleicht auch gelernt? Wie man sich organisiert, ja? Wie man dem begegnet? Das ist die erste Frage und da kommen jetzt noch ein paar weitere, ja, bevor ich dann an euch beide übergebe für die Antworten. Ein weiteres Thema, das mir wichtig erscheint, das habt ihr beide auch angesprochen, ist das folgende. Ja, Allianzen, Bündnisse, Solidarität, Einheit, das Gemeinsame an einem Strang ziehen. Ja, ich denke, da können wir viel von den Frauen lernen. Frauen haben dazu viel zu sagen. Ich spreche einige Elemente kurz an. In Brasilien gibt es ja wichtige Frauenbewegungen, ja, die auch schon sehr alt sind in unserem Land. Einige Beispiele, diesen Marsch der Frauen, Marsch der schwarzen Frauen, Marsch der landarbeitenden Frauen, der indigenen Frauen, ja, der Frauen der Wälder, des Wassers und so weiter. Das sind ja immer Bewegungen von Frauen, die solidarische Partner suchen, die Gemeinschaft suchen, die Allianzen suchen. Und jetzt kann es ja vielleicht eine Allianz geben, bei der es darum geht, ein neues Projekt für dieses Land zu entwickeln. Ja, also meine Frage, die ist jetzt vielleicht ein bisschen unfair hier, aber was können wir denn lernen von den Frauen? Was können die Frauen der linken Bewegung in Brasilien vielleicht auch beibringen? Ja? Wie arbeitet man zusammen? Was ist das Potenzial von solchen Allianzen? Wie schafft man solche Allianzen? Wie schmiedet man diese Allianzen nachhaltig und effektiv? Gemeinsame Ziele? Worauf bezieht man sich? Vielleicht könnt ihr da mal eure Gedanken zu mit mir teilen. Ein dritter Punkt, den ich hier anreißen möchte. Dialog. Dialog mit der Zivilgesellschaft. Ja, ich mache hier einfach einmal so eine Liste, ja, ein paar Punkte, die mir aufgefallen sind und danach freue ich mich dann von euch beiden, die Kommentare dazu zu hören. Bei den sozialen Bewegungen, bei den politischen Parteien, bei der Linken geht es ja auch immer mal wieder darum, vor allem bei den Parteien, ja, die haben ja allzu oft die Basis zurückgelassen, ja, die Basis vergessen, die Gesellschaft, die Menschen an sich, an die wird oft gar nicht mehr gedacht. Jetzt sind 4 Jahre vergangen seit 2018, ja, also nochmal dieser Gegensatz, 2018, 2022. Nalu hat ein bisschen darüber gesprochen, ja, es ging ja darum, dass man einen Dialog herstellen möchte, aber ich denke auch nach 4 Jahren
befinden wir uns immer noch in einer Situation, wo viele Bolsonaro unterstützen, ja, wo viele sein Projekt unterstützen. Wir müssen uns nur die Zahlen mal anschauen, ja. Da gibt es ja schon viele Anhänger nach wie vor in unserer Gesellschaft, Anhänger der gegenwärtigen Regierung. Also das ist ja eine Herausforderung. Wie spricht man diese Menschen an? Ja, das ist eine Herausforderung. Aniele lacht schon. Das ist ja nicht einfach. Wie tritt man in einen Dialog mit diesen Menschen? Die müssen wir ja überzeugen. Das heißt, wir müssen mit ihnen sprechen. Ja, wir müssen Mechanismen schaffen. Wir müssen auch zuhören. Ja, wir müssen in einen Dialog treten, um sie zu überzeugen. Wir müssen versuchen, diese Menschen zu überzeugen. Es hieß ja nicht Reform, sondern ja wirklich ein Neuaufbau unserer Demokratie. Und da brauchen wir ja auch diese Menschen. Wir können sie ja nicht einfach ignorieren. Ja? Wie schaffen wir aber einen Dialog mit diesen Menschen? Es geht dann ja auch darum, dass man diese Menschen überzeugen möchte. Wir haben ja ein großes Defizit, was die Repräsentanz der Frauen in der brasilianischen Politik angeht. Wenn wir uns jetzt schwarze Frauen vorstellen, ist das Defizit noch viel größer. Aniele hat das ja auch ein bisschen angerissen, diese Kampagnen, die es gibt. Ja, also nicht nur die Wahlkampagnen der Parteien, sondern auch die Kampagnen in der Legislative beispielsweise und diese Wahlen auf anderer Ebene, auf kommunaler Ebene und so weiter. Ja, dann geht es ja auch darum, wie die Politik in Brasilien organisiert ist. Ja, diese losen Koalitionsbündnisse, Zusammenschlüsse von Parteien, Parlament, Senat und so weiter. Man braucht da eigentlich auch einen Dialog mit der Gesellschaft, um vielleicht solche Kampagnen nachhaltig aufzustellen. Man braucht einen Dialog mit der Linken. Ja, man muss auch schwarze Frauen, die als Kandidatinnen antreten möchten, schützen. Ja, da sind ja viele angegriffen worden. Und ich denke, in diese Richtung muss man sich auch fragen, wie man das Ganze einfach anstellt, vor dem Hintergrund dieses Dialoges, den ich ja eben schon angesprochen hatte. Und das waren jetzt, sage ich jetzt mal, drei Hauptthemenkomplexe, die ich einfach mal so angebracht habe. Und ich würde mich jetzt freuen, wenn ihr einfach eure Gedanken dazu hier mit uns teilt. Ja, das können Antworten sein, Kommentare, ein bisschen Hintergrund, eure persönliche Meinung und Sichtweise. Ihr könnt natürlich auch gegenseitig eure Redebeiträge kommentieren. Vielleicht machen wir wieder mit Nalu zuerst weiter und danach an Aniele. Also erstmal Nalu, bitteschön. Ja, im Chat habe ich auch schon gesehen, dass es ein paar Fragen gibt. Kommen wir dazu noch? Ja, dazu kommen wir im Anschluss. Okay, wunderbar. Genau, wir fangen jetzt mal an mit diesen Kommentaren, die von mir kamen und danach holen wir dann die Zuhörer mit ins Boot. Genau, also das Publikum, bitte nicht schüchtern sein, gerne noch weitere Fragen stellen. Wow, das waren jetzt wirklich viele Kommentare. Ich werde mal schauen, ob ich die alle hier abhandeln kann. Aber ich kommentiere es gerne. Wir durchleben eine Zeit, ja, die gekennzeichnet ist auch von Lektionen, die wir gelernt haben. Es gibt natürlich diese verschiedenen Strategien, ja, Wahlkampf 2018, 2022. Und ich denke, eine Sache, die wir gelernt haben, ist das Folgende. Wir können Bolsonaro nicht wieder mit den gleichen Strategien begegnen. Also er benutzt Fake News, das wollen wir nicht tun. Ja, das letzte Mal waren alle irgendwie so mit WhatsApp beschäftigt. Ja, oh, Bolsonaro macht WhatsApp, was machen wir? Was haben wir für eine Strategie für WhatsApp, für die sozialen Netzwerke? Ich glaube, davon muss man wegkommen. Ich glaube, heute stehen wir mit beiden Füßen fest auf dem Boden, sind näher dran an der Gesellschaft vor Ort, auf der Straße. Und ich glaube, wir brauchen die Debatte. Es geht ja nicht nur um die sozialen Netzwerke. Es geht um die Struktur der sozialen Netzwerke. Wer kontrolliert diese? Wie? Wie können sie missbraucht werden? Ja, wir brauchen auch technologische Souveränität bei uns, in unserem Land, auf unserem Kontinent. Das haben wir momentan nicht. Ja, das ist klar. Das heißt jetzt nicht, dass wir gegen die sozialen Netzwerke sind, dass wir sie gar nicht nützen. Ja, aber ich denke, wir müssen schon begreifen, dass unser Kampf, ja, wirklich auf neuen Beziehungen zur Bevölkerung aufbaut, ja. Es geht um persönliche Beziehungen.
Es geht um neue Territorien, nicht nur geografische Territorien, ja, also Territorien, da meine ich jetzt einfach gewisse Sphären, gewisse Orte, wo wir präsent sein müssen. Und das sind nicht nur die sozialen Netzwerke. Das ist nicht nur in Brasilien, sondern in ganz Lateinamerika, denke ich, sehen wir eine Situation, wo es für uns wirklich darum geht, uns jetzt gegen diese Hegemonie der neoliberalen Ideen zu stellen. Ja, das hat der extremen Rechten so viel Aufwind gegeben. Darauf haben die jetzt so lange ihre Macht auch aufgebaut. Wir müssen uns jetzt das anschauen, ja, die Commons, ja, das gemeinsame Gut, das wir haben in der Gesellschaft. Also das ist ja eine völlig neue Dimension, das ist komplex, ja. Also einige Dinge werden wir nicht von heute auf morgen erreichen können. Einige Ziele sind nicht direkt erreichbar. Klar, wir müssen Bolsonaro aus dem Amt jagen, darum geht es. Das wollen wir. Aber wir wollen nicht nur 51%, wir wollen 100% der Arbeiter hinter uns haben. Wir wollen 100% der Stimmen der Arbeiter in unserem Land. Und es geht ja oft dann ja um die Parteien. Du sagst, dass die Parteien sind so weit von der Basis entfernt. Aber ich denke, wir haben eine Gesellschaft heute, ja, wo es eine gute Organisation an der Basis gibt, ja, wo die Schwierigkeit besteht, ist, wenn es darum geht, verschiedene Dimensionen der Organisation zusammenzubringen. Ja. Was bedeutet das? Das ist auch für uns eine Herausforderung. Wir brauchen mehr Dialog. Wir müssen mehr über diese Einheit nachdenken. Ja, beispielsweise, ne, São Paulo, da gibt es Stadtviertel mit wirklich alten sozialen Bewegungen, alteingesessenen sozialen Bewegungen, die tolle Arbeit machen, ja, aber die sich dann nicht miteinander vernetzen, die sich nicht zusammentun und so haben sie dann keine starke Stimme. Wir brauchen mehr Vernetzung, wir müssen zusammenrücken, engere Zusammenarbeit. Umso näher wir zusammenrücken, umso erfolgreicher werden wir sein. Darum muss es gehen. Wir wollen so auch Menschen überzeugen, die heute die Basis für Bolsonaro sind. Ja, einfach weil wir nah an ihnen dran sind, dort, wo sie leben. Das ist wichtig. Agnelli hat das auch gesagt. Wir müssen über Chancen in der Zukunft sprechen. Heute sind es ja oft diejenigen, die Bolsonaro unterstützen, ja, die sich ihm anschließen, die sehr religiös sind, ja, diese religiösen, manchmal Fundamentalisten, die ihn unterstützen, die sind ja oft auch ja, Opfer dieser Menschen, die das Ganze ausnützen, ja, Menschen, die mit ihrer Angst arbeiten, mangelnder sozialer Schutz. Diese Menschen sind vulnerabel, die sind angreifbar und werden dann oft von solchen fundamentalistischen Kirchen aufgegriffen. Dann heißt es auf einmal, Gott, ein abstrakter Gott wird einem helfen, vielleicht nicht in diesem, im nächsten Leben. Und das heißt, das müssen wir verändern. Wir wollen nah dran sein. Wir wollen uns so organisieren, dass wir eine direkte Beziehung aufbauen. Wir wollen eine bessere Zukunft aufzeigen für diese Menschen. Was jetzt die Frauen angeht, denke ich, dass es da tolle Projekte der Zusammenarbeit gibt. Aber auch wir haben Herausforderungen vor uns. Da können wir die Augen nicht vor verschließen. Als Frauenbewegung, als feministische Bewegungen haben wir Stärken, aber eben auch Schwächen. Diese Schwächen müssen wir auch offen ansprechen. Wir müssen uns ihnen stellen. Was aber wichtig ist, ja, warum es uns gelingt, uns zusammenzuschließen, ist, dass wir von den feministischen Bewegungen ja, auf ganz konkrete Themen im Leben abzielen. Ja. Es geht hier um eine Antwort auf das, was wir im täglichen Leben erfahren. Ja. Diese Unterdrückung, die wir im täglichen Leben erfahren, gegen die wollen wir uns ja auflehnen. Das tun wir, das hat so viel mit dem täglichen Leben, mit dem Alltag zu tun. Das ist so nah dran an den Menschen, dass uns das gelingt. Ja? Wir haben ja die soziale Aufteilung der Arbeit, die Frauen
arbeiten zu Hause, die Frauen arbeiten unbezahlt, die Frauen kümmern sich zu Hause um die Kinder, um die Alten. Die Frauen arbeiten in den Schulen, in den Kindergärten, in den Kirchen, im Gesundheitssektor. Die Frauen kümmern sich. Ja, und ich denke, das ist eine gewisse Wahrnehmung der Realität, die dazu führt, dass wir unsere Gegensätze manchmal hinten anstellen, um für ein gemeinsames Gut einzutreten. Und ich denke, das brauchen wir, mehr Einheit, mehr Gemeinsamkeit. Wir müssen vereint dafür kämpfen, was wir wollen. Klar, es gibt viele Probleme, aber denen können wir nur gemeinsam begegnen. Wir brauchen wirklich diese große Transformation, diesen großen Wandel, ja, diesen radikalen Wandel, diesen Neuaufgang, einen wirklichen Paradigmenwechsel in unserem Land. Und ja, das war es an dieser Stelle von mir. Ich übergebe an Agnelli. Herzlichen Dank, Lalu. Jetzt sofort das Wort für Agnelli. Agnelli, bitte. Ich weiß nicht, ob das Internet bei euch auch eingefroren war. Hier, ich hoffe, ihr könnt mich hören. Das ist das Entscheidende. Gut, also wenn das Ganze zusammenbricht oder einfriert, dann müssen wir halt weiter sehen. Da müsst ihr ein Zeichen geben, wie auch immer. Ich habe das eine oder andere notiert. Und die erste Frage, die du aufgeworfen hast. Also was hat sich verändert? Das Video scheint irgendwie immer wieder einzufrieren. Ich hoffe, dass... Vielleicht kann ich das noch mal kurz ausschalten oder zumindest die Kamera ausschalten. Nee, es funktioniert gut. Es funktioniert gut. Mach bitte weiter. Wir haben das eine oder andere gelernt. Aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich Folgendes dazu beitragen. Also, das sind die zwei Fragen, die du gestellt hast. Dialoge und was wir gelernt haben. Also ich hatte immer gedacht, dass ich nach 2018 die Welt vom Kopf auf die Füße stellen müsste, also den Leuten einfach klar machen, was wirklich geschieht. Viele Male, oft habe ich aggressive Reaktionen geerntet. Ich weiß nicht, ob Nalu das auch schon erfahren hat. Du versuchst den Leuten die Welt zu erklären, sie werden aggressiv. Sie wehren dich ab. Also beschimpfen deine Mutter und so weiter und so fort. Also meine Mutter ist in diesem Jahr noch Opfer von Beschimpfungen geworden. Ich erinnere mich, dass sie... Die Kirche hatte das, glaube ich, anberaumt, einen Platz eingeweiht hat. Dann kam meine Mutter und die haben dann geschimpft, Bolsonaro ist toll. Und also meine Mutter ist 71, hatte sowas noch nie erlebt, viel erlebt in ihrem Leben, so etwas allerdings noch nicht. Um euch klarzumachen, also ich habe das eine oder andere gelernt. Beispielsweise, es gibt unterschiedliche Arten von Kämpfen und Auseinandersetzungen. Es gibt Dinge, da kann man drüber reden und Menschen, mit denen kann man nicht reden. Ja, und nicht den... Ja, die notwendige Achtung erweist, der uns einfach nicht respektiert. Mit denen rede ich momentan nicht. Also, ich hatte nie gedacht, dass die Leute einfach Leute, dass Marielli da in Twitter beschimpft wird. Ich habe dann versucht, mit den Leuten zu sprechen in Twitter. Da gab es jemanden, der gesagt hat, also Afro-Brasilianer, der gesagt hat, diese ganzen Quoten für Afro-Brasilianer ist nicht richtig und Marielli Franco, die taugt nichts und so weiter. Also, ich bin Vorsitzender der Quotenkommission an der Universität Rio de Janeiro und habe dann eben genau darüber mit ihm zu sprechen versucht. Dann habe ich schließlich aufgegeben. Also ich habe gelernt, dass man nicht mit jedem reden kann. Meinen Studentinnen und Studenten sage ich immer wieder, also ihr habt da wieder irgendeinen Link bekommen bei WhatsApp oder sonst wo. Schaut, ob das wirklich stimmt. Prüft diese News, ob es Fake News sind oder nicht. Also das ist was, was man sicherlich als Lernerfolg festhalten kann. Also einfach den Leuten sagen, prüft das. Glaubt nicht alles, was euch da erzählt wird. Wer mit mir reden will, mit dem rede ich. Wer das ablehnt und wer mich nicht achtet, wer mich missachtet, mit dem rede ich auch nicht, auch wenn ich eingangs versucht hatte, mit jedem zu reden. Mein größter Traum bei Gründung des Instituts war es eben, mit Leuten zu reden, die nicht meiner Meinung waren, die Meinung meiner Schwester, meiner ermordeten Schwester nicht teilen. Das war mein großer Traum. Das gelingt allerdings nicht immer. Und oft ist es mir gar nicht gelungen, mit diesen Menschen ins Gespräch zu kommen. Die haben dann angefangen, mich zu bedrohen, beschimpfen und ja, beschimpften sie, die längst ermordet ist. Also das sind Dinge, man kann nicht mit jedem in einen Dialog eintreten. Ich hatte das gehofft und mir gewünscht. Ist nicht gelungen. 2018 sind mehr Brasilianerinnen in politische Ämter
gewählt worden. Natürlich weit von dem entfernt, was wir uns eigentlich vorstellen. Aber es gab einen Anstieg der politischen Präsenz der Frauen. Ich glaube, dass die politischen Parteien sich dessen bewusst werden müssen, dass die Hautfarbe auch in den Parlamenten abgebildet sein muss, dass Frauen in die Parlamente und in Amt und Würden müssen. Es gibt natürlich immer wieder auch politische Gewalt gegen Frauen, aber wir müssen mit diesen Frauen sprechen. Wir müssen auch den Parteistrukturen klar machen, dass es Kandidatinnen braucht, an allen Stellen und auf allen Ebenen. Über Bündnisse ist bereits angesprochen worden. Das ist ja auch Thema des heutigen Tages. Marielle hat immer gesagt, und darüber reden wir in der Familie bis heute, also man kann mit jedem ein Bündnis eingehen, solange man seine Werte nicht verrät. Also man darf sich nicht mit Leuten verbünden, die beispielsweise gegen Quotenregelungen sind, gegen Quoten für Afro-Brasilianer. Es gibt gewisse Prüfsteine. Wer das nicht besteht, mit dem kann man kein Bündnis eingehen. Ja, ich weiß nicht, was uns in diesem Jahr erwartet. Diese Wahlen machen mir ein wenig Sorge, um es mal so zu nennen. Wir haben gestern, ich weiß nicht, ob ihr das bereits mitbekommen habt, es gab jetzt schon internationale Wahlbeobachter, die ins Land gerufen werden seitens der Wahljustiz. Es gibt ja in Brasilien eine eigene Wahljustiz, auch im Kampf gegen die Fake News. Dort sind auch Strafandrohungen inzwischen, Fake News inzwischen strafbewehrt. Also ich hoffe, dass wir bessere Zeiten erleben und dass wir es schaffen. Wenn ich durch die Straßen der Stadt laufe, dann versuche ich natürlich ständig, diesen Traum zu leben und darauf zu dringen, dass es anders wird bei uns. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Dann übergebe ich jetzt noch einmal an Luise, die die Publikumsfragen mit in diese Diskussion hineintragen wird. Genau, wir freuen uns auf Fragen und Kommentare vom Publikum. Luise. Ja, ich organisiere mich hier gerade noch mit den verschiedenen Bildschirmen und Ansichten. Ich werde einige Fragen vorlesen. Ich versuche, einige auch zusammenzufassen. Aber so viel Zeit hatte ich ja nicht. Ich fange hier mal an mit den Fragen an unsere beiden Rednerinnen. Nalu, Agnelli, wo fange ich an? Ja, also wir haben hier einen Kommentar und eine Frage. Die Postdemokratie. Demokratisierung in Brasilien wurde ja durch Pluralisierung der sozialen Bewegung charakterisiert und der Zivilgesellschaft als solcher. Und die Rechte hat gezeigt und zeigt immer noch, dass gegen einen gemeinsamen Feind die Differenzen in der Zivilgesellschaft oft hinten angestellt werden können. Also jetzt erste Frage, wie seht ihr beide die Möglichkeiten für Allianzen zum jetzigen Zeitpunkt, also Allianzen, ohne aus der Sicht, aus dem Blick zu verlieren, dass es ja auch durchaus individuelle Ziele der einzelnen Bewegungen gibt? Eine weitere Frage. Wenn wir uns vorstellen, eine Allianz zwischen Lula und Geraldo Alckmin, also sein Vize für diese Wahl. Man muss ja zusammenarbeiten mit Politikern, mit denen man in der Vergangenheit vielleicht nicht zusammenarbeiten wollte. Ja, dafür ist es ja sein Beispiel, Geraldo Alckmin von der PSD und Lula. Wie sollen diese zusammenarbeiten? Wie kann man zusammenarbeiten und gleichzeitig seine eigentliche Richtung und die Ziele der sozialen Bewegungen nicht aus dem Blick verlieren? Und noch eine dritte Frage an beide. Das ist hier ein Kommentar einer Forscherin im Bereich Misogynie, Frauenfeindlichkeit. Und die Frage, die sie stellt, ist die folgende. Was ist eure Meinung über positive oder negative Einwirkung oder Auswirkung der sozialen Medien zu diesem Zeitpunkt in Brasilien? Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt alles klar war, aber ist es euch beiden klar, was die Fragen sind? Wenn ja, dann würde ich jetzt erstmal wieder Ana Lu übergeben für einen Kommentar und danach machen wir wieder weiter mit Agnelli.
Darf ich? Ja. Kein Problem, alles gut. Also danke, Luise, für die Fragen. Fange ich mal mit der letzten Frage an. Soziale Medien. Es gab ja heute eine Veranstaltung. Letzte Woche war ich auch schon Teil einer Veranstaltung, die organisiert wurde. Da ging es dann auch darum, ja, soziale Medien in Brasilien, internationale Vehikel in diesem Zusammenhang. Also ja, da passiert mit Sicherheit einiges, was die sozialen Medien angeht. Ich denke, soziale Medien sind und waren sehr, sehr wichtig. Ja, also nicht nur, aber auch. Und vor allem sind sie wichtig zu Zeiten des Wahlkampfes. Ja, also ne, ich würde gerne aufzeigen, wie wichtig diese Werkzeuge sind. Also wie laufen denn die Dinge in Brasilien, wann immer es um rechts und links geht, ja, das politische Spektrum, wann immer meine Schwester angesprochen wird, dann explodieren diese Dinge wirklich im Internet. Da gibt es eine so starke Polarisierung, so viel Fake News, auch zu meiner Schwester. Ja, das ist wirklich surreal. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also heute, da gibt es sicher 3.000, mehr als 3.000, ja, solche Vorfälle. Das sind dann immer wieder dieselben Themen, ja, die wieder aufgegriffen werden, Lügen, die verbreitet werden, obwohl wir ja Seiten im Internet haben, wo wir sagen, das hier ist die Wahrheit, da zeigen wir, was Marielis Arbeit war, ja, also da versuchen wir, die Wahrheit aufzuzeigen, aber das Ganze sind ja Bots, ja, das sind ja Roboter, die dann einfach diese Fake News immer weiter verbreiten und die sind einfach so laut, die sind so viele. Und ich denke, das wird jetzt auch wieder passieren bei den Wahlen. Und das sind die wichtigsten Wahlen unserer Generation. Und das ist ein Streit wirklich auf der untersten Ebene hier, ja. Also Nalu hat das schon so ein bisschen angerissen, denke ich. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, ne? Es gibt Abgeordnete, die auch die Evangelikalen vertreten im Parlament. Und da sind schwarze Frauen auch sehr stark, sehr laut. Aber trotzdem, ja, dann gibt es diese WhatsApp-News, diese Fake-News, die werden dann mit tausenden Anhängern einer Kirche geteilt. Und an die muss man erst mal rankommen. Ja, das wird so schnell verbreitet, das kann man sich gar nicht vorstellen. Da komme ich jetzt auch direkt, schlage ich eine Brücke zur zweiten und ersten Frage. Also ich denke, keine Allianz wird möglich sein, kein Bündnis wird möglich sein, wenn nicht beide Parteien ihre Interessen ein bisschen hinanstellen und sich auf das gemeinsame Ziel konzentrieren. Ja? Wir wissen, dass es nicht schlechter werden kann. Ja, wir wissen, dass Lula auch seine Schwächen hat und dass diese Regierung nicht alles wird erreichen können, aber es ist besser als die Alternative. Ja, manche sagen mir, ach, ich weiß nicht, ist das die beste Wahl? Ist es die beste Wahl in diesem Moment, würde ich sagen. Also, Luise, ich denke, es ist ganz klar, wir müssen an dieser Regierung beteiligt sein, ja. Die Türen müssen offen stehen, ja. Im Juni letzten Jahres, wann immer ich die Chance habe, darüber zu sprechen, wiederhole ich dasselbe, ja. Also wir werden nicht immer mit denen sprechen können, die die Meinungsumfragen anführen. Ich spreche mit Lula und ich sage, ja, es muss darum gehen, dass wir unsere Agenda vorantreiben. Wir müssen, es hieß oft, dass wir irgendwas nicht schaffen können. Aber in den Wahlen 2021 ist uns viel gelungen. Wir müssen, klar, darüber nachdenken, wie wir die Umweltaktivisten zusammenbringen, Klimaaktivisten aus den Favelas, wie wir einen Dialog mit allen Vertretern gestalten können. Ich denke, eine Alternative gibt es nicht. Wir müssen uns zusammensetzen, einen Dialog aufbauen. Wir brauchen Bündnisse, wir brauchen Allianzen. Ohne geht es nicht. Ja, schlechter kann es nicht werden. Das Land kann nicht schlechter dastehen als heute. 10 Real für ein Kilo Bohnen, ja, das ist surreal. Wir sehen Menschen, ja, unzählige Menschen in einer Favela Rio de Janeiro, die bringen mehr als 25 Menschen um. Die Polizei bringt mehr als 25 Menschen um und dann werden die dafür gelobt, ja. Das ist Mord. Das kann nicht gut geheißen werden. Das ist wirklich ernst jetzt, ja? Es ist so, als würde das Leben der Menschen in den Favelas nichts gelten. Wir müssen über Bündnisse nachdenken.
Wir müssen an die in den Favelas nachdenken. Wir müssen über das Thema Hunger nachdenken. Ja, wir sind wieder zurück auf der Landkarte des Hungers. Nach Jahren leidet Brasilien wieder unter Hunger. Entschuldigung, da werde ich jetzt wirklich emotional, aber das Thema betrifft mich ganz persönlich. Es gibt Fotos von meiner Schwester in meinem Büro beispielsweise und ich frage mich immer, wie Marielle heute leiden würde. Ja, die wäre da an vorderster Front mit dabei und würde jeden Tag eintreten für ihre Ziele. Sie würde kämpfen. Ja, es ist ja immer... Es geht ja nicht nur darum, sich aufstellen zu lassen, ja? Klar, darum geht es auch. Es ist wichtig, dass wir eine Stimme haben. Aber es ist auch wichtig, innerhalb unseres Instituts, innerhalb der Gesellschaft, ja, dass wir diesen Dialog aufbauen. Die sozialen Bewegungen, ja, man muss sich Gehör verschaffen, man muss gemeinsam an etwas arbeiten und man muss das Ganze weitertragen bis auf die politische Bühne. Vielen Dank, Agnelli. Jetzt Nalu. Ja, diese Frage, die zu den Bündnissen gestellt wurde, spezifische Bündnisse, also ich sehe das wie folgt. Wenn wir uns die sozialen Bewegungen anschauen, ja, die linken Bewegungen, dann denke ich, dass es uns gelungen ist, eine politische Agenda aufzubauen, ja, die uns wirklich eint. Das ist jetzt anders, als es vor 20 Jahren war. Ich denke, heute sind es wenige Themen, die als Tabus betrachtet werden. Wir sind ja hier in einer Diskussion. Ich denke, da kann ich das Thema ansprechen hier. Ein Thema, das immer noch ein Tabu ist, ist ja der Schwangerschaftsabbruch, Abtreibung, ja, die Legalisierung der Abtreibung. Und ich glaube, das ist ja eine Frage, die wir uns vornehmen müssen, wir als feministische Bewegung, wie wollen wir damit umgehen? In der brasilianischen Gesellschaft ist das ja auch noch ein Thema, das als Tabu erachtet wird. Es gab da eine Umfrage, wo es ja auch um Verhalten ging und das gibt immer noch sehr viele Negativwerte, ja, also Trans, Homo-Ehe, nirgends gibt es so viele, ja, sage ich jetzt mal, negative Reaktionen, wie wenn das Thema Schwangerschaftsabbruch ist, Abtreibung, ja. Also das ist ein schwieriges Thema, das wird ein polemisches Thema sein, klar. Auch das Agribusiness, Bergbau, Abbau von Bodenschätzen und so weiter, ja, all das sind Themen, Verteidigung des Amazonas, Schutz des Amazonas. Da gibt es immer auch unterschiedliche Ansichten. Das sind alles polemische Themen. Aber ich denke trotzdem, dass ja, wir einfach schauen müssen, dass wir da ein gewisses politisches Kapital aufbauen. Ich werde da jetzt nicht wirklich weiter einsteigen, da das ja vielleicht nochmal ein Thema für eine andere Veranstaltung wäre. Aber es gibt ja, ja Fragen in Lateinamerika, wo wir oft falsche Lösungen haben. Ja? Also wir brauchen mit Sicherheit auch für diese schwierigen Themen eine offene Debatte, für diese polemischen Themen, auch innerhalb der Linken. Ja? Lula Alckmin, ja, dieses Bündnis, dieser Zusammenschluss, ja, da kann man bei YouTube auch Sonia Guadalajara's Kommentar zu hören. Sie hat ja gesagt, wir wollen dir vertrauen, aber noch vertrauen wir dir nicht. Ja, das hat sie gesagt. Und ich denke, das trifft es ganz gut. Wir von den sozialen Bewegungen, ja, also keine soziale Bewegung hat die Unterstützung für Lula abhängig gemacht von seinem Vizekandidat. Lula sagt, er braucht diesen Zusammenschluss mit Alckmin. Aber ich denke auch, dass keine Bewegung, kein Sektor ja jetzt irgendwie nicht für Lula eintreten wird, weil er sich Alckmin ausgesucht hat. Aber wie Sonia Guadalajara sagte, ja, wir haben Forderungen, wir haben klare Forderungen und Themen, die für uns wichtig sind, werden wir nicht aus der Hand geben. Ja, wir wollen unsere Würde zurück. Wir wollen unser Leben zurück, ja. Wir wollen keine Angst vor Mord und Totschlag haben. Wir wollen nicht an Hunger leiden. Und das sind ganz konkrete Forderungen, die wir haben. Und die sind auch nicht verhandelbar. Abtreibung war jetzt ein Thema, das ich angesprochen habe. Ja, auch diesem Thema müssen wir uns stellen. Es sind die armen Frauen, es sind die schwarzen, afro-brasilianischen Frauen, die jungen Frauen,
die hier runter leiden, ja, unter der gegenwärtigen Situation. Und da müssen wir Tabus brechen, mit Vorurteilen brechen, in Argentinien, in Chile, in Kolumbien. Ja, da ist es gelungen, dieses Problem, dieses Tabu zu überwinden. Warum sollte das uns in Brasilien nicht gelingen? Ganz herzlichen Dank. Ihr habt verschiedenste Fragen aufgeworfen, gerade auch zu den Bündnissen, wie die unterschiedlichen Gruppen in Brasilien zusammenstehen und sich zusammenfinden müssen. Ich lese hier folgende Frage im Chat noch an beide Panelisten. Ihr habt über die Bündnisse in Brasilien gesprochen. Nun die Frage nach der internationalen Solidarität. Was bedeutet das? Welche internationale Solidarität wünscht ihr euch? Wie kann eine solche Solidarität die Bewegung und die Bündnisse in Brasilien unterstützen? Also neben symbolischen Aktionen, was erwartet ihr von der internationalen Solidarität? Gerade die feministischen Basisbewegungen, die linken Bewegungen in Europa, sprechen selten gern über den Staat als Garanten der demokratischen Strukturen und Voraussetzungen für den Kampf der sozialen Bewegung. Anieli, bitte, vielleicht können wir die Frage nochmal, ich lese das gerade nochmal, diese Frage, das hatte ich zunächst nicht so ganz verstanden, ist komplex formuliert. Also die zentrale, die eigentliche Frage, die dahinter steckt, internationale Solidarität. Wie stellt ihr euch das vor? Wie können Bewegungen weltweit solidarisch miteinander handeln, miteinander verbunden sein? Gut, jetzt habe ich es etwas besser verstanden. Anieli. Ja, also ich glaube, dass Belen Dias hat diese Frage gestellt. Ich so ganz, ja, also Belling, glaube ich, ne? Also es ist nicht Belling, sondern Belling. Ich hoffe, dass ich den Namen richtig ausgesprochen habe. Und ich muss natürlich auch immer wieder an unser Institut denken. Das heißt, wir versuchen immer wieder, die sozialen Bewegungen zusammenzubringen in unserer Eigenschaft als Institut Marielle Franco. An ihrem Todestag, den 14. März, bin ich sehr stolz drauf. Und dann, manchmal lehne ich mich zurück und sage, ja, das haben wir geschafft, das hat sich gelohnt, dieser Kampf in den letzten Jahren. Denn wir haben es geschafft, Menschen zusammenzubringen, die weltweit sich mit dieser Sache befassen, die Marielles Kampf weitertragen. Mehr als 1000 Orte der Welt sind dann miteinander verbunden. Es gibt dann beispielsweise Bilder auf der Website, wo man sich die Aktionen anschauen kann, die zu ihrem Todestag weltweit durchgeführt werden. Das ist sehr beeindruckend. Das ist etwas, was uns unglaublich gut tut und hilft und stärkt. Das kann man überall machen. Dialoge, zusammenkommen, gemeinsame Aktionen, Veranstaltungen. Wenn wir raus aus Brasilien aufbrechen und uns dann mit anderen Menschen auf der Welt zusammentun, unseren gemeinsamen Träumen und Überzeugungen leben, das ist wirklich unglaublich wichtig für uns alle. Ich habe doch den einen oder anderen Traum für unser Institut. Ich versuche auch den Austausch mit anderen, Marco vielleicht, hätte ja auch vielleicht mal Interesse an solchem Austausch teilzunehmen. Also ich versuche wirklich einen internationalen Austausch hinzubekommen. Austausch zwischen Aktivistinnen und Aktivisten der sozialen Bewegungen, die an vorderster Front stehen in ihren Ländern, auch natürlich an den Universitäten. Ich habe beispielsweise in der Ich-Form geschrieben, meine wissenschaftlichen Arbeiten. Man hat immer gesagt, das kannst du nicht machen und irgendwelche wissenschaftlichen Beiträge in Ich-Form zu verfassen, das ist völlig, völlig falsch. Also ganz egal. Nein, darum geht es. Wir müssen das einfach, ich versuche immer wieder Menschen zusammenzubringen, soziale Bewegungen über Forschungsprojekte, über Bildungsprojekte, über gemeinsame Agenten zusammenzubringen. Stellt euch vor, dass es einen Marielle Franco Platz in Paris gibt inzwischen. Diese Straßen und Plätze, die nach ihr benannt sind, diese Menschen zusammenzubringen und dann wirklich gemeinsam langfristig daran weiterzuarbeiten. Ja, ich
Ich denke, dass Solidarität wie folgt verstehen würde. Es gibt gemeinsame Probleme, gemeinsame Aufgaben und Probleme der nördlichen und südlichen Erdhalbkugel, gemeinsame Kämpfe. Deswegen ist es wichtig, dass wir auch gemeinsam streiten und kämpfen für unsere Rechte. Was ich mir in Europa anschaue, beispielsweise, wenn ich mir anschaue, wie Konservative dort die Macht übernehmen, in wie vielen Ländern konservative und rechtsextreme Regierungen an der Macht sind. Wir wissen, dass gerade auch die extreme Rechte in Brasilien und Europa miteinander in Kontakt steht und auch mit den Vereinigten Staaten. Das heißt also, das sind Kämpfe, die wir gemeinsam führen müssen. Das ist für mich auch Solidarität. Es ist nicht ein symbolischer Akt, sondern ein gemeinsames Kämpfen. Wenn wir wirklich die Gesellschaft, die Weltgesellschaft verändern wollen, wenn wir die Modelle verändern wollen, tiefgreifend verändern wollen, so ist auch der Marsch der Frauen immer wieder auf Solidarität, auf internationale Solidarität gegründet. Wir sind auf allen 5 Kontinenten unterwegs. Also für mich gibt es eben keine Solidarität als Einbahnstraße aus dem Norden in den Süden. Nein, Solidarität und die Gesellschaft, die wir errichten wollen, die braucht als konstituierendes Element eine beidseitige Solidarität. Hier in Brasilien muss man sich, gerade auch in den Dokumenten, die wir verfasst haben, immer wieder klar machen, dass wir die Integration der Völker, die Völkergemeinschaft pflegen müssen, dass wir sie stärken müssen, dass wir eben nicht allein Markt- und Handelsbeziehungen, unsere Beziehungen bestimmen lassen. Wir haben viele Möglichkeiten, Verbindungen zu knüpfen, Bande zu knüpfen, die all die Fragen, die bereits angesprochen sind, Austausch, Bildung, gemeinsame Aktionen. Vielleicht kann ich kurz noch mal auf die Frage von GGC eingehen. GGC hat mich gefragt, welche Erwartungen wir als soziale Bewegungen haben. Nun, wir kämpfen als soziale Bewegung für die Wahl Lulas. Das ist die Option, die wir haben und die wir unterstützen, für die wir alle alles geben werden. Das ist eine ganze soziale Bewegung, die dieses Ziel verfolgt. Wir wissen, dass Brasilien heute eben weit schlechter dasteht als im Jahr 2003, als Lula zum ersten Mal zum Präsidenten gewählt worden ist. Das heißt, wir werden noch kühner, wagemutiger arbeiten müssen, um die Eliten, die herrschenden Eliten in Brasilien in Schach zu halten. Wir wissen, dass gerade auch viele während der Pandemie verarmt sind und doch gibt es wenige, die sehr reich geworden sind während dieser Zeit. Also die Eliten sind sogar noch stärker geworden. Unsere feministischen Kämpfe, da müssen wir zunächst einmal darauf Wert legen, dass die Regierung wirklich ein vernünftiges Kabinett zusammenstellt, in dem dann auch Public Policies für die Würde der Menschen möglich sind. Die Würde, die Gendergerechtigkeit etc. Also ganz konkrete Fragen müssen wir auch wieder aufs Tapet bringen und immer wieder gegen den Hunger streiten. Das ist jetzt wieder erforderlich geworden. Die extreme Armut und all das muss Hand in Hand gehen mit einer wirklichen Politik des Wandels. Ich erinnere mich, dass der Mindestlohn, die Erhöhung des Mindestlohnes, auch gerade der kleinbäuerlichen Landwirtschaft in der ersten Amtszeit Lulas grundlegend Bedeutung hatte für die Geschicke Brasiliens. Also wir müssen das ein oder andere natürlich wieder ins Lot bringen. Wir müssen vieles wieder rufen. Auch die Arbeitsgesetzgebung, die Reform, die da in den vergangenen Jahren erfolgt ist, gilt es zurückzunehmen. Deswegen brauchen wir wirklich eine breite Bewegung, eine wirkliche Neugründung Brasiliens und des demokratischen Staates in unserem Land. Ganz wichtig, dass die Menschen wieder beteiligt werden, dass die Basis, dass die Bevölkerung wieder gehört wird, dass sie selbst auch Entscheidungen mit herbeiführen und treffen kann. Ganz herzlichen Dank. Wir haben noch die ein oder andere Frage hier, zum Beispiel eine an Nalu. Vielleicht können wir auch damit langsam zum Ende kommen. Hier gibt es eine Frage, ob du, so wird hier gefragt, die Erwartungen der sozialen Bewegungen
und auch der Frauenbewegung und der feministischen Bewegung diese Erwartungen noch konkretisieren kannst. Also was kann Lula wiederherstellen oder verbessern von dem, was zerschlagen worden ist in der Vergangenheit? Viele wünschen sich auch Zugang zu dem Schriftstück und Positionspapier, was ihr erstellt habt, vom Marsch der Frauen herausgegeben. Vielleicht könntest du vielleicht ein, zwei konkrete Beispiele dafür nennen, was da drin steht, welche Forderungen ihr erhebt. Ich muss daran erinnern, dass wir schon etwas über die Zeit sind. Vielleicht könntest du diese beiden Fragen noch beantworten. Lalu. Positionspapier, also da, ich werde das natürlich, ich schaffe das jetzt, glaube ich, nicht, das in den Chat zu stellen. Es ist ein Positionspapier. Mehr als 80 Organisationen der brasilianischen Frauen und der feministischen Bewegung aus Stadt und Land, städtischen und ländlichen Umfeld. Da sind auch die, also es ist nicht nur ein Frauen-Feministinnen-Dokument, nein, da sind auch LGBT, da sind Umweltschützer, da sind Obdachlose, Wohnungslose. Viele haben da unterzeichnet. Das heißt, mit diesem Positionspapier werden die Positionen zu verschiedensten Fragen der brasilianischen Gesellschaft aufgeschrieben, festgehalten, unterzeichnet. Also von Verarmung, Beschäftigung, Sozialpolitik im weitesten Sinne natürlich, Feminismus, Antirassismus, all diese Fragen, das findet sich in diesem gemeinsamen Positionspapier. Da werden unterschiedlichste Themenbereiche angesprochen, auch internationale Beziehungen. Ich glaube, dass ihr das am leichtesten auf der offiziellen Kampagnenseite von Lula findet. Dort haben wir eben das ja auch vorgestellt. Zur ersteren Frage. Wir erwarten von dieser Regierung, dass sie dem Neoliberalismus Widerstand leistet, dieser neoliberalen Politik, mit der so viel zerschlagen worden ist, diesem neoliberalen Modell, das die politischen Errungenschaften der Regierungen Lula und Dilma zerschlagen hat, zerstört hat, in Armut und Gewalt geführt hat. Das, wie gesagt, ist die Forderung, die wir an die Regierung stellen, den Staat wieder als Treiber der Entwicklung auf gesunde Füße zu stellen, Themen anzugehen, die die brasilianische Souveränität geschwächt und zerstört haben, die die Probleme der Bevölkerung wirklich in den Blick nehmen. Das Leben gilt es nachhaltig zu gestalten. Der Markt muss nicht nachhaltig gestützt werden. Also deswegen ganz wichtig, dass viele, viele Menschen uns dabei unterstützen und Druck ausüben. Julia hat mich gerettet. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, dass du mir das nochmal hier reingestellt hast, das erwähnte gemeinsame Positionspapier. Nun, hier gibt es bereits einige Unterlagen, die wir austauschen. Annelie könnte uns sicherlich auch das ein oder andere noch zuschicken, beispielsweise die Interviews, die ihr mit den brasilianischen Politikerinnen geführt habt, mit den politischen Aktivistinnen. Vielleicht gibt es das ein oder andere, was du uns da noch per Link mitgeben kannst, damit wir uns das noch zu Gemüte führen können. Ganz herzlichen Dank. Marco, bitte. Ja, herzlichen Dank für das Einbringen der Chatfragen, Luise. Sehr gut, dass diese Fragen hier auch ins Gespräch genommen wurden. Wir sind auf der Zielgeraden, haben noch 10 Minuten vor uns. Wir haben zahlreiche Fragen angesprochen. Vieles werden wir noch vertiefen müssen. Die Frage des Hungers in Brasilien, ganz wesentliches Thema der Wahlen in diesem Jahr 2022. Also all das, was die Regierungen der PT geschafft haben in der Vergangenheit, all das, was jetzt zerschlagen worden ist, Schwangerschaftsabbruch, ein ganz zentrales Thema bei jeder Wahl, in jedem Wahlkampf. Auch da immer wieder die Frage, wie gehen wir damit um? Die Frage der Umwelt ist angesprochen, ein entscheidendes Thema, das nicht von der Agenda wegzudenken ist, national wie international. Brasilien steht da natürlich im Blickpunkt aufgrund des Amazonasgebietes, Wasservorkommen, Feuchtsavanne Cerrado. All diese Fragen, die Fragen der politischen Bündnisse sind angesprochen worden, die der sozialen Bewegung und deren Forderungen, weitere Herausforderungen, die angesprochen sind. Also die
Bündnisse mit internationalen Akteuren und Solidarität. Ich würde jetzt, bevor wir wirklich zum Schluss kommen, sowohl Nalu noch und auch Anjedi darum bitten, ein Schlusswort zu sprechen. Vielleicht habt ihr noch eine Botschaft, irgendetwas, was ihr uns mitgeben wollt, was wir wirklich nicht aus dem Auge verlieren sollten. Das wäre mein Vorschlag, eine kurze Schlussrunde. Anjedi würde anfangen, Nalu, und ich würde dann abschließend noch die Versammlung beenden. Vielen Dank, Marco. Vielen Dank, Nalu. Vielen Dank an alle Zuhörer. Vielen Dank auch an Luise, alle, die das Ganze ermöglicht haben. Auch vielen Dank an die Dolmetscher, sagt Anjedi. Vielen Dank für die Chance und ich hoffe, dass wir uns noch mal treffen, vielleicht sogar auch mal persönlich. Solltet ihr irgendetwas von mir brauchen oder vom Institut, dann stehen wir euch jederzeit gerne zur Verfügung, auch bei Instagram, ja, per E-Mail, was immer ihr braucht, einfach in Kontakt treten und dann freuen wir uns und stellen immer gerne Informationen zur Verfügung. Ja, ich bin zuversichtlich, dass bessere Tage auf uns zukommen. Vielen Dank für alles. Ja, auch ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei euch für die Initiative, für diese wunderbare Veranstaltung. Vielen Dank auch an Anjedi, dass sie die Bühne mit mir geteilt hat. Ich bedanke mich auch bei den zwei Dolmetschern, die mit dabei waren. Das ist natürlich toll für uns, dass unsere Worte auch ins Deutsch übersetzt werden. Ich bedanke mich ganz besonders bei den Organisatoren der Veranstaltung. Ja, für uns ist es natürlich schön zu wissen, ja, dass auch in Berlin, auch in Deutschland Menschen daran interessiert sind, was bei uns passiert, ja, was in Brasilien geschieht. Und ich denke, das ist ein wichtiges Jahr für uns, ein Wahljahr. Und wir werden alle Unterstützung brauchen, die wir bekommen können. Wir brauchen Informationen, wir brauchen die gemeinsame Debatte. Wir müssen zusammen nachdenken. Auch Vorschläge sind immer gerne willkommen, ja. Also wir können auch die Debatte noch mal vertiefen. Wir lernen auch aus dem Ausland und interessieren uns natürlich auch, einfach andere Stimmen zu hören. Es freut uns immer sehr, wenn wir in Kontakt treten mit Menschen, die an einem anderen Ort der Welt wohnen. Ja, das ist ja heutzutage so toll mit dem Internet, wo wir alle miteinander in Verbindung stehen. Auch ich stehe natürlich zur Verfügung, ja, bei Fragen, bei Kontaktwünschen. Ja, vielleicht können wir das eine oder andere zusammen machen. Vielleicht wollt ihr auch ihr euch ein bisschen beteiligen an der Kampagne dieses Jahr, ja, an den Kampagnen und den Aktionen unserer Bewegungen. Das finde ich einfach toll, wenn man da zusammen etwas erreichen kann. Ich denke, ja, gemeinsam ist viel möglich. Vielen Dank. Nalu, Anjedi, auch von mir noch mal ein herzliches Dankeschön. Ich denke, das war wirklich ein toller Nachmittag in Brasilien. Abend schon hier in Berlin, in Deutschland. Wir haben viel zusammen nachgedacht, viel debattiert, viele Ideen gehört und ich denke, das war ganz wichtig. Ich hoffe, dass das anderen geht wie mir und ja, ich denke, das gibt uns ein bisschen Hoffnung, wenn wir uns die Politik in Brasilien anschauen, den Aktivismus, die sozialen Bewegungen, ja, die Zivilgesellschaft, dann haben wir wirklich eine Hoffnung, dass etwas Neues aufgebaut werden kann. Es gab diese Widerstandsbewegungen, ja, die Frauen, die sich hier positioniert haben, die indigenen Frauen, die schwarzen Frauen. Ich finde, das ist eine Botschaft der Hoffnung. Und was soll ich sagen? Wir sind mit dabei. Wir stehen euch zur Seite und klar, eine solche Veranstaltung wird immer von vielen Leuten organisiert, die zwei Dolmetscher, Andrea Borges, Martin Henschel, Valentina May, unsere technische Unterstützung, Melanie Merzen ebenfalls mit dabei. Die haben uns ja hier technisch unterstützt und das Ganze möglich gemacht. Dafür ein herzliches Dankeschön. Ich bedanke mich auch bei allen Zuhörern, bei allen, die Fragen gestellt haben. Und ja, seid auch nächstes Mal wieder mit dabei. Die dritte Veranstaltung findet bald statt. Da wird es dann gehen um Öffentlichkeit, digitale Netzwerke und politische Kommunikation. Also ein ganz wichtiges Thema am 6. Juli, 18 bis 22 Uhr in Deutschland. Einen schönen Nachmittag in Brasilien, schönen Abend in Deutschland und bis zum nächsten Mal.